Burgenlands Landeshauptmann Dosko Ziel meldet sich zum Kommerzialbankskandal zu Wort. Es ist eine Lüge, sagt er, dass in letzter Minute vor der Pleite der Bank noch Geld in Sicherheit gebracht worden wäre. Wir analysieren gleich die Dimension des Skandals live im Studio. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Immer mehr Corona-Maßnahmen werden jetzt von Gerichten überprüft. Mit den Ausgangsbeschränkungen in Altenheimen seien Grundrechte verletzt worden, urteilt ein Gericht. In Genua wurde der Wiederaufbau der Autobahnbrücke in Rekordzeit bewerkstelligt. Und weiterhin Unwettergefahr in Österreich. Eine Meldung des Kurier hat aufhorchen lassen. Demnach sei von einer dem Land Burgenland nahestehenden Gesellschaft in letzter Minute Geld aus der zusammenbrechenden Kommerzialbank abgezogen worden. Burgenlands Landeshauptmann Dosko Ziel bezeichnet das heute als Lüge. Und tatsächlich rudert der Kurier jetzt zurück. Und auch die betreffende Gesellschaft dementiert heute, mehr gerettet zu haben als das, was die Einlagensicherung garantiert, und zwar 100.000 Euro. Dennoch werden täglich neue Facetten des Kriminalfalls bekannt. Die Burgenländische Kommerzialbank. Jahrelang sollen hier die Bilanzen gefälscht worden sein. In den Büchern fehlen hunderte Millionen Euro. Am Samstag tritt Landesrat Christian Iletitsch zurück, wegen einer Geschenkannahme vor 2 Jahren. Der Rücktritt war unumgänglich, sagt der Landeshauptmann. Jeder, der nur im Entferntesten in irgendeiner Art und Weise mit der Kommerzialbank, mit dem damaligen Direktor Bucher irgendwie auch finanziell in Kontakt steht, der hat in der Politik aus meiner Sicht nichts verloren und muss zurücktreten. Laut Kurier war Iletitsch auch beim Regionalmanagement Burgenland, einer Tochtergesellschaft des Landes, engagiert. Im Artikel war zu lesen, dass die RMB möglicherweise durch Insiderwissen kurz vor Schließung der Kommerzialbank 1,2 Millionen Euro behoben habe. Das wird heute zurückgewiesen. Es hat zum besagten Zeitpunkt und auch danach keine Kontobehebung stattgefunden. Der burgenländische Landeshauptmann sieht ein SPÖ-Bashing. Das ist eine Frechheit, ohne zu recherchieren, ohne das klar zu hinterfragen. Das ist nämlich, und das sage ich auch ganz klar und deutlich an dieser Stelle, nicht wahr. Es ist eine Lüge. Der Kurier schreibt nun, dass es zwar anscheinend keine Auszahlung gegeben habe, aber dass es den Versuch dazu gab, so Kurierchefredakteurin Martina Salomon. Dosko Ziel schießt jedenfalls auch scharf gegen die ÖVP. Sie versuche, Dinge in die Manege zu werfen, die keine Grundlage hätten. Die burgenländische ÖVP wiederum droht Dosko Ziel heute mit einem Untersuchungsausschuss. Aus dem wirtschaftlichen Kriminalfall entwickelt sich also jetzt zunehmend eine politische Schlammschlacht. Dieter Bornemann, worum geht es denn da jetzt genau? In erster Linie geht es jetzt einmal um die rechtliche Klärung. Das muss irgendwie fix gemacht werden. Wer hat wann was gewusst und wer ist dafür verantwortlich? Parallel dazu gibt es natürlich eine parteipolitische Schlammschlacht. Da wird jetzt mit gegenseitigen Schuldzuweisungen gearbeitet. Die Opposition verlangt bereits einen Sonderlandtag und gleichzeitig wird der SPÖ mit einem Untersuchungsausschuss gedroht. Offenbar gibt es seit vielen Jahren Hinweise darauf, dass bei der Burgenländischen Bank, dass das Geschäftsmodell dieser Bank problematisch ist. Von Anfang an, also schon mit der Gründung der Kommerzialbank, dürfte es da massive Probleme gegeben haben. Die Bank war ja bis Mitte der 90er Jahre Teil der Burgenländischen Raiffeisenbank. Der damalige Generaldirektor, der hat heute im Ö1 Mittagsjournal gesagt, die Bilanz war damals schon nicht in Ordnung. Und Martin Bucher hätte eigentlich als Geschäftsleiter abgelöst werden sollen. Er ist dem zuvorgekommen, hat sich quasi mit seiner Bankfiliale selbstständig gemacht, hat eine eigene Bank gegründet und die Raiffeisen Landesbank verlassen und offenbar seit dieser Zeit die Bilanz gefälscht. Wie wurde das gemacht? Naja, zum Beispiel für Privatpersonen sind einfach Kredite erfunden worden. Oder bei anderen Banken sind hohe Einlagen vorgetäuscht worden. Und Sparern sind extrem hohe Zinsen gezahlt worden. Und schon da hätten alle Alarmglocken schrillen müssen, weil es ist klar, in Niedrigzinszeiten wie jetzt ist sowas nicht zu verdienen. In 2015 hat die Finanzmarktaufsicht FMA einen anonymen Tipp bekommen, dass bei der Kommerzialbank es eben nicht mit rechten Dingen zugeht. Gibt es da keine Kontrollinstanzen? Na, eigentlich schon. Zum Beispiel gibt es den Aufsichtsrat. Im Fall der Kommerzialbank sind es Männer aus der lokalen Wirtschaft, also zum Beispiel ein Gastwirt oder ein Dachdecker. Und da muss man sich schon die Frage stellen, sind die wirklich qualifiziert, eine Bank zu kontrollieren? Dann eine externe Instanz ist der Wirtschaftsprüfer, die Kanzlei TPA. Die hat 14 Jahre lang geprüft, aber offensichtlich auch nicht sehr genau hingeschaut. Und von den Behörden sind zuständig die Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht. Und Ihre Anzeigen sind offensichtlich in der Justiz einfach versandet.
Und wie lange, glauben Sie, wird jetzt die juristische Aufarbeitung dauern? Sehr lange. Also auf der einen Seite ist das Insolvenzverfahren, auf der anderen Seite die strafrechtliche Klärung. Experten gehen davon aus, das dauert 10 Jahre oder vielleicht sogar länger. Dieter Bornemann, vielen Dank für den Besuch im Studio und für die Analyse. Danke. Ja, die Bankenpleite hat eine ganze Reihe von Menschen und Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten gestürzt. Noch viel mehr allerdings die Corona-Krise und zwar in die Arbeitslosigkeit, Tarek. Fast 433.000 Menschen sind in Österreich Ende Juli ohne Job gewesen. Verglichen mit dem Höhepunkt der Corona-bedingten Arbeitslosigkeit im April, wo mehr als 570.000 Personen ohne Job waren, sind es deutlich weniger. Das Wiederhochfahren der Wirtschaft hat also doch zu einer gewissen Entspannung am Arbeitsmarkt geführt. Aber wenn wir uns zum Vergleich anschauen, wie viele Menschen vor einem Jahr im Juli 2019 ohne Job waren, dann zeigt sich doch, dass die Arbeitslosigkeit immer noch vergleichsweise sehr hoch ist. Wie hoch? Das zeigt sich auch im Vergleich der letzten 10 Juli-Werte. Aber mit dieser Entwicklung war nach den umfangreichen Schließungen zum Höhepunkt der Krise natürlich zu rechnen. Die Zahl der Jobsuchenden ist hoch. Vor kurzem war sie allerdings noch deutlich höher. So lässt sich die Lage zusammenfassen. Manche Branchen sind jedenfalls stärker betroffen als andere. Und in diesen Bereichen könnte es noch länger dauern, bis wieder eine gewisse Normalität einkehrt. Die wirklich schwierigen Bereiche sind wahrscheinlich Hotellerie, Reiseverkehr, Kunst, Unterhaltung, Kultur, möglicherweise auch Handel. Die Arbeitslosigkeit ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Derzeit sind knapp 480.000 Menschen in Kurzarbeit. Auch hier gilt, das sind viele. Aber es sind viel weniger als am Höhepunkt der Krise. Bleibt die Frage, wann wird die Arbeitslosigkeit wieder so niedrig sein wie vor der Krise? Der Experte. Das lässt sich schwierig abschätzen, nachdem man keine wirklich guten Vergleichskrisen hat. Aber es ist relativ klar, dass es recht lange dauern wird, frühestens im Jahre 2022. Am Ende hängt vieles davon ab, ob es eine zweite Welle gibt, ob es wieder zu einem landesweiten Lockdown kommt. Und wann eine Impfung oder ein wirksames Medikament zur Verfügung steht. Bleiben wir beim Arbeitsmarkt und kommen wir zu den Beschäftigten, die in der Corona-Krise besonders gefordert waren, wie etwa Beschäftigte an den Supermarktkassen oder in der Pflege. Sie wurden damals als Heldinnen gefeiert, doch finanziell gesehen brachte das nicht viel. Seit Monaten fordert die Gewerkschaft einen Corona-Tausender für die Beschäftigten, bisher ohne Erfolg. Es war ein lautes Signal für die stillen Heldinnen und Helden des Alltags, damals am Höhepunkt der Corona-Krise. Der Applaus ist mittlerweile verheilt, auf eine ordentliche Prämie müssten die Betroffenen aber immer noch warten, kritisiert die Gewerkschaft. Sie erneuert ihre Forderung nach einem Corona-Tausender, und zwar für alle Beschäftigten, die sich während des Corona-Lockdowns einem Infektionsrisiko aussetzen mussten. Bezahlt werden soll das aus der Staatskasse. Die Regierung will der Forderung allerdings nicht nachkommen, sondern setzt auf die vorgezogene Steuerreform. Aus dem Finanzministerium heißt es dazu: In einem ersten Schritt wird ab September die vorgezogene Steuerreform wirksam und spürbar. In Summe entlasten wir die Österreicherinnen und Österreicher mit 1,6 Milliarden Euro. Von den Betrieben hat es teils Prämienzahlungen an bestimmte Berufsgruppen gegeben, etwa im Handel. Supermarktketten haben laut Ö1-Journal zwischen 150 und 200 Euro ausbezahlt, allerdings nicht immer in bar. Teilweise haben Beschäftigte Warengutscheine bekommen. So oder so, vom Corona-Tausender ist das weit entfernt. Versprechen wurden nicht gehalten, aber auch so manche Maßnahmen, die gesetzt wurden, halten jetzt der rechtlichen Überprüfung nicht stand. Etwa das Ausgangsverbot für Bewohnerinnen von Alten- und Pflegeheimen. Ein Gericht in Salzburg hat jetzt darüber geurteilt. Durch die erste Phase der Corona-Pandemie sind die Alten- und Pflegeheime in Österreich mit sehr restriktiven Maßnahmen gekommen. Besuche wurden anfänglich ganz verboten, Ausgänge ebenfalls. Man wollte verhindern, dass das Virus in die Heime gelangt. Fazit: 230 Personen sind in Pflegeheimen gestorben, international ein sehr niedriger Wert. Gegen einige der einschneidenden Maßnahmen wurde nun in Salzburg geklagt. In 3 Fällen in erster Instanz haben die Bewohnerinnenvertreter gewonnen. Was wir kritisieren, ist, dass die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen nicht gegeben war. Es ist sehr überschießend gehandelt worden. Und wir sagen, dass auch eine Pandemie kein Freifahrtschein für rechtlich eigenmächtiges Handeln sein kann.
Ganz konkret ging es unter anderem um die Einschränkung, selbst einkaufen gehen zu können. Hier hat das Gericht für die Freiheit der Bewohnerinnen entschieden. Für die nächste Phase der Pandemie hoffen die Heimbetreiber auf die angekündigte Ampelregelung des Gesundheitsministers. Es geht um eine Risikoabschätzung. Und wenn wir durch ein Ampelsystem in den Bezirken eine Einschätzung bekommen, wie groß ist das Risiko, dass sich ein älterer Mensch, wenn er die Einrichtung verlässt und wieder zurückkommt, tatsächlich mit einer Infektion zurückkommt, dann tun wir uns einfach viel leichter. Das Ministerium gibt Empfehlungen aus. Die Umsetzung liegt bei der Pflege in den Bundesländern. Anfang August berichten wir ja nur in den seltensten Fällen über den Schulanfang. Aber heuer warten natürlich viele Familien gespannt darauf, wie es nach diesem Ausnahmesemester im Herbst weitergeht. Wie genau der Unterricht im Herbst aussieht, ist noch unklar. Etwa ob und in welcher Form der durchaus riskante Sport- oder Musikunterricht stattfindet. Derzeit arbeiten Länder, Gesundheitsbehörden und das Bildungsministerium an Konzepten. Fest steht für die Bildungsdirektion in Oberösterreich: Wir wollen möglichst den Vollbetrieb und den Präsenzbetrieb. Und wenn es einmal kurzfristig, temporär, wo nicht geht, dann gibt es eben solche Möglichkeiten, wie auch kurzfristig für eine bestimmte Zeit auf Distance Learning beispielsweise umzustellen. Was Fernunterricht und Lernen zu Hause betrifft, fordern Schülervertreter, dass alle Kinder und Jugendlichen mit der notwendigen Technik ausgestattet werden. Die Bundesschulsprecherin geht davon aus, dass das geplante Ampelsystem zur Gefährdungslage auch für Schulen gelten wird. Das Wichtigste jetzt ist natürlich, Klarheit zu schaffen, wie der Schulstart aussehen wird. Und hier steht und fällt alles mit dem Ampelsystem, weil wirklich hier auf regionale Maßnahmen gesetzt werden muss. Wenn es in einer Klasse einen Infektionsfall gibt, ist die Ampel rot. Allerdings, wenn die Ampel rot ist, heißt das nicht, dass alles stillsteht wie im Straßenverkehr, sondern es wird einen Notbetrieb und Homeschooling geben. Großflächige Schulschließungen will der Bildungsminister jedenfalls vermeiden. In Deutschland, da fängt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern die Schule nach den Ferien mit heutigen Montag schon wieder an. Und zwar für etwa 150.000 Schülerinnen und Schüler. Es ist der erste Probelauf nach der Hochphase der Krise und den Schulschließungen im März. Wie dort die Wiederaufnahme des Unterrichts in den Klassenräumen aussieht, das berichtet aus Deutschland Birgit Schwarz. Erster Schultag am größten Gymnasium in Rostock mit rund 1000 Schülern und Lehrkräften. Könnt ihr alle mal guten Morgen sagen? Ja, das klingt doch gut. Fast ein bisschen Feststimmung. Zum ersten Mal seit Mitte März sind alle wieder da. Gleichzeitig. Wir starten mit ein bisschen Sorge und ganz viel Respekt, weniger Angst, aber ganz viel Respekt vor der Aufgabe. Wir sind für den Moment erst einmal ganz gut vorbereitet. Die Schülerinnen und Schüler sind in feste Gruppen eingeteilt, die sich nicht begegnen sollen. Auf den Gängen gilt Maskenpflicht. Im Unterricht darf frei geatmet werden. Es gilt immer Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Wenn ihr auf den Fluren seid, Maske auf. Über die konkreten Schutzmaßnahmen an Schulen kann jedes deutsche Bundesland selbst entscheiden. Jetzt mehren sich die Rufe nach einer bundesweiten Maskenpflicht. Wir gucken jetzt jeden Tag in die Presse, sehen, Zahlen steigen. Von daher kann ich auch als Elternratsvorsitzender nur das unterstützen, dass wir eine Maskenpflicht im Schulgebäude haben. Doch alle wissen, absoluten Schutz gibt es nicht. Nur die Hoffnung, dass mit Vorsicht und schnellen Corona-Tests bei Verdachtsfällen eine neuerliche, komplette Schulschließung vermieden werden kann. Eine neuerliche, komplette Schulschließung hat es bei uns zuletzt in oberösterreichischen Bezirken gegeben. NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger hat das kritisiert, weil es keine Evidenz dafür gäbe, dass das zielführend sei. Sie ist heute übrigens erster Gast bei den Sommergesprächen 2020 bei Simone Striebel, wo die Corona-Krise natürlich beherrschendes Thema sein wird. Corona hat natürlich das Leben der Bürgerinnen und Bürger verändert, den Arbeitsmarkt, die Wirtschaft, aber auch das kulturelle Leben. Es gibt also viel zu besprechen. Unser Tisch heute ist ein bisschen größer als in den vergangenen Jahren und alles ist bereit für meinen ersten Gast, NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger. Die NEOS, die sind die kleinste Partei im Parlament, aber durchaus eine laute Partei, wenn es um Kritik auch an der Regierung geht. Was hat Beate Meindl-Reisinger für Ziele für ihre Partei und wie hat sie die Corona-Krise erlebt? Über all das spreche ich heute mit ihr beim ORF-Sommergespräch um 21.05 Uhr. Wir sind heuer in Wien am Reisenberg und für jede Wetterlage bestens gerüstet.
Vielen Dank, Simone. Und wir wünschen einen gelingenden Auftakt heute Abend. Wie gesagt, um 21.05 Uhr gleich im Anschluss folgt dann, wie auch schon in den letzten Jahren, die Analyse des Gesprächs mit dem Politologen Peter Filzmeier und der stellvertretenden Chefredakteurin des Standard, Petra Stuiber, bei Armin Wolf in ORF 2. In Afghanistan haben Kämpfer der Terrormiliz IS ein Gefängnis gestürmt. Fast 24 Stunden lang haben sich die Extremisten Gefechte mit den Sicherheitskräften geliefert. Mindestens 39 Menschen wurden dabei getötet. Die Kämpfe sind mittlerweile beendet. Es könnten aber noch hunderte Gefängnisinsassen auf der Flucht sein. 3 Tage lang hätten die Waffen in Afghanistan ruhen sollen. Das hatten sich die Regierung und die Extremisten der Taliban für das islamische Opferfest ausgehandelt. Doch die Kämpfer der Terrormiliz IS fühlen sich an eine solche Abmachung nicht gebunden. Die Kämpfer überfallen das Gefängnis der östlichen Stadt Jalalabad. Mehr als 20 Stunden lang ist die ganze Stadt im Ausnahmezustand. Rund 1000 Gefangene können entkommen, unter ihnen sind Kämpfer des IS, genauso wie der Taliban. Am Nachmittag erklären die Sicherheitskräfte den Angriff medienwirksam für beendet. Gleichzeitig könnten noch bis zu 300 Gefängnisinsassen auf der Flucht sein. Der Ableger des IS in Afghanistan wurde eigentlich schon vergangenes Jahr für besiegt erklärt. Die Terrormiliz beansprucht aber weiterhin viele Angriffe für sich. Manche sprechen von einer Wiedergeburt Genuas. Nach dem Einsturz der Morandi-Brücke vor 2 Jahren wurde heute die neue Brücke eingeweiht. Was das für die Hafenstadt auch emotional bedeutet, wird uns gleich unsere Korrespondentin live berichten. Zuvor andere Meldungen des Tages. Mit Jahresende wird ein Drohnenführerschein eingeführt. Diese Pilotenlizenz gilt dann 5 Jahre im gesamten EU-Raum. Es können auch mehrere Drohnen betrieben werden. Jede unbemannte Drohne ab 250 Gramm Gewicht muss zudem online registriert werden. In Polen hat das oberste Gericht das Ergebnis der Präsidentenwahl, also den Sieg von Andrzej Duda, für gültig erklärt. Eine oppositionelle Bürgerplattform hatte Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung beklagt und wollte das Ergebnis annullieren lassen. Der ehemalige spanische König Juan Carlos will Spanien verlassen. Das teilt der 82-Jährige seinem Sohn König Felipe in einem heute veröffentlichten Brief mit. Gegen Juan Carlos laufen Ermittlungen wegen angeblicher Schmiergeldzahlungen. Der österreichische Staatspreis für europäische Literatur ist heute in Salzburg an den slowenischen Schriftsteller Drago Janša verliehen worden. Der 72-Jährige wurde mit dem Preis für sein umfangreiches Gesamtwerk gewürdigt. Fast untergegangen ist in diesem Jahr der 250. Geburtstag Beethovens. Heuer im Jubiläumsjahr mussten Corona-bedingt viele Veranstaltungen abgesagt werden. Da halten die Salzburger Festspiele mit einem ganzen Beethoven-Zyklus dagegen. Am Flügel der Pianist Igor Levit. Sie ist jedem Klavierschüler geläufig, die erste von Beethovens 32 Sonaten. Folgerichtig stellt Igor Levit sie an den Beginn seiner Konzertreihe. 8 Klavierabende in 3 Wochen im Haus für Mozart. Ich habe immer gehofft und gebangt und gezittert darum im Positiven, dass Salzburg stattfindet. Das wäre seit dem Lockdown der erste, oder sozusagen jetzt konzentriert, das erste Mal Beethoven-Zyklus. Schon vergangenes Jahr hat der russisch-deutsche Pianist alle Beethoven-Sonaten veröffentlicht. Als Mensch, der nicht zurückblickt, hat er sich die Aufnahmen seither nicht mehr angehört. Das ist ja das Schöne an Musik. Das ist eine Momentaufnahme, egal wo Sie es hören. Und vorbei ist vorbei. Es gibt keinen Besitzanspruch, es ist Luft. Luft, die uns dennoch bewegt und den Pianisten jedes Mal von neuem zu Höchstleistungen anspornt. Vor knapp 2 Jahren ist die Morandi-Brücke in Genua eingestürzt. 43 Menschen starben damals, Hunderte wurden verletzt. Ganz Italien stand unter Schock. Heute wurde die neue Brücke namens San Giorgio eingeweiht. Doch so wirklich feiern wollte das niemand. Aus Rücksicht auf die Todesopfer wurde die Einweihung klein gehalten. Übermorgen dann wird die Brücke, die vom italienischen Star-Architekten Renzo Piano kostenfrei entworfen wurde, für den normalen Verkehr wieder freigegeben. Auf die Frage nach der Ursache und den Schuldigen hat das Land bis heute keine Antwort bekommen.
Die italienische Hymne, die am Anfang der Zeremonie gespielt wird, widerspiegelt die Symbolik der neuen San Giorgio-Brücke. 2 Jahre nach dem Einsturz der Morandi-Brücke soll sie für den Neustart ganz Italiens stehen. Andrea Cerulli. Die Namen der 43 Opfer werden vorgelesen. Viele Angehörige der Toten sind der Feierlichkeit ferngeblieben, weil für sie die Toten dadurch in den Hintergrund rücken. Sie hätte früher gebaut werden können, bevor es zu einer Tragödie kam. Denn wenn eine Brücke in einem schlechten Zustand ist, dann reißt man sie ab und baut eine neue. Am 14. August vor 2 Jahren stürzte die Morandi-Brücke bei einem Unwetter auf einer Länge von 200 Metern ein und riss Autos und Lkw mit sich. 600 Einwohner von den Häusern unter der Brücke wurden obdachlos. Für viele ist die Tragödie Spiegelbild der maroden Infrastruktur in ganz Italien. Der Einsturz war laut Experten vorhersehbar. Es gab kaum Kontrollen, die Wartungsarbeiten waren mangelhaft. Bis heute warten die Familien der Opfer auf eine Antwort, wer für das Unglück verantwortlich ist. Gegen den privaten Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia, der auch die neue 2002 Millionen teure Brücke finanziert hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Und in Genua begrüße ich jetzt unsere Korrespondentin Katharina Wagner. Ja, der Bau hat etwas mehr als 12 Monate gedauert. Da ist man in Italien, vor allem was Infrastrukturprojekte betrifft, ganz andere Zeitspannen gewohnt. Wie konnte das in einer solchen Rekordzeit gelingen? Ja, dass diese neue Brücke San Giorgio so schnell aufgebaut worden ist, das hat mehrere Gründe. Erstens einmal wurde mit den Bauarbeiten schon begonnen, da war die alte Brücke noch gar nicht abgerissen. Zweitens hat es eine hochprofessionelle Zusammenarbeit gegeben mit dem Architekten Renzo Piano und den Firmen, die diese Arbeiten hier ausgeführt haben. Und drittens, und das ist wohl der wichtigste Punkt, es ist ein Sonderkommissar ernannt worden für den Wiederaufbau. Der Bürgermeister der Stadt Marco Bucci, der hat vom Parlament Sondergenehmigungen erhalten. Und er musste zum Beispiel keine öffentlichen Ausschreibungen ausführen, konnte Verträge direkt vergeben. Und so ist diese Bürokratie, die so oft bei italienischen Großprojekten im Wege steht, einfach aus dem Weg geräumt worden. Viele sehen jetzt dieses Modell Genua als Vorbild. Andere Projekte sollten auch so durchgeführt werden, heißt es. Aber das ist wohl von Fall zu Fall abzuwägen, ob das wirklich sinnvoll und durchführbar ist. Die Tragödie hat wirklich ganz Italien traumatisiert. Inwiefern ist das jetzt wirklich ein Neustart mitten in der Corona-Krise, wie es der Regierungschef sagt? Ja, für diese Stadt, die so schmerzlich getroffen worden ist von dem Einsturz der Brücke vor 2 Jahren, ist das auf jeden Fall ein Neuanfang, ein Neustart. Aber man darf nicht vergessen, die Morandi-Brücke ist eingestürzt, weil Instandhaltungsmaßnahmen nicht ausreichend durchgeführt wurden. Und das galt nicht nur für die Brücke, das gilt für viele Straßenbrücken und Tunnel in diesem Land. Da muss es Maßnahmen geben und die müssen auch kontrolliert werden, sonst ist eine Kehrtwende schwierig. Aber klar ist, dieser heutige Tag, die Eröffnung der neuen Brücke, führt zu einem Aufatmen hier in Genua und auch in ganz Italien, würde ich sagen. Katharina Wagner in Genua, vielen Dank für diese Eindrücke. Und wir sind damit schon bei den Hinweisen, Tarek. Der Sport berichtet gleich von einer möglichen Regeländerung in der Fußball-Bundesliga. Nach untypisch hohen Ergebnissen am letzten Zweitligaspieltag soll beim Modus künftig umgedacht werden. Weiterhin Unwettermodus, berichtet uns gleich Manfred Bauer. Und wir beide verabschieden uns. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.